Ja, moin moin, herzlich willkommen. Hier ist mal wieder euer Humpel mit einem kleinen Tutorial zu AMP Web Interface. Heute geht es um das Spiel Space Engineer Server. Warum die Server nicht laufen? So, wir haben ja die Möglichkeit, unser AMP, sag ich mal, mit Docker-Containern zu installieren oder ohne. Wir selber nutzen das Ganze immer ohne Docker-Container und nutzen das ganze System oder mit Proton, sag ich mal. Und ja. Es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, weil unter Proton momentan das Spiel oder eher gesagt das Image fürs Spiel oder das Template, wie ihr es ausdrücken wollt, einfach hängt und Probleme macht bei der Installation zu Proton. Und ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt unser AMP mit oder eher gesagt ohne Docker installiert und ihr kennt ja auch alle den AMP Inst Manager, der dafür verantwortlich ist, die Instanzen zu erstellen und so weiter. Aber in die Materie wollen wir jetzt nicht tiefer hineingehen oder weiter einblicken. Und es gibt dort zwei Möglichkeiten, dass ihr, sag ich mal, Space Engineers oder euren Server ans Laufen bekommt auf den AMP Web Interface. Die erste Möglichkeit wäre, wie wir hier beschrieben haben, kurz und bündig, Space Engineer Server auf AMP unter Linux ans Laufen bekommen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr Ubuntu 22.04 oder 24.04 und so weiter installiert habt. Ihr geht wie folgt vor: apt update und apt remove amp inst mgr und apt install amp inst manager. So, das macht ganz einfach, dass ihr an die neueste Version rankommt oder die neueste Version erhaltet. Danach gehen wir hin mit getamp, ja, getamp, update firewall, setzen die Firewall-Regel neu und so weiter. So, sollte das alles geklappt haben ohne Probleme, ohne Fehlermeldung, solltet ihr ganz einfach auf euer AMP gehen, euren Server erstellen. Das machen wir jetzt auch mal einfach hier in den Sinne. Wir erstellen hier unseren Server, sagen Space Engineers. Ja, wir suchen das Ganze mal. Wo haben wir den? Hier hätten wir Space Engineers, erstellen den und testen das Ganze. Sollte dieses Ganze immer noch nicht funktionieren und ihr habt die ganze Geschichte auf Proton eingestellt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ihr ganz einfach hier unter Konfiguration geht. Ihr sagt, wir zeigen euch das jetzt nochmal bildlich, ja, Instanzen, Development, geht auf Development Defaults, schaltet den Docker-Container an. Geht ganz einfach zurück unter Instanzen, erstellt eure Instanze, sagt jetzt zum Beispiel Space Engineers. So. Hier haben wir es wieder, gebt euren Namen ein, stellt eure gewünschten Einstellungen ein, sagt Create Instanz. Wenn ihr die Instanze dann erstellt habt und ja auch vorher unter Konfiguration den Docker eingeschaltet habt, habt ihr dann per rechte Maustaste eigentlich mal die Möglichkeit, die Instanze zu bearbeiten. In dieser schaltet ihr dann Docker an. Wir machen das Ganze jetzt mal nicht, weil es eigentlich ganz einfach. Docker einschalten, safen, die Instanze managen, updaten, das Update fährt runter, Spiel starten und das war es auch schon. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein kurzes Video. Wer AMP kennt, hat verstanden, was ich sage. Wer AMP nicht kennt, kann gerne bei uns vorbeikommen und wir erklären das Ganze noch einmal. Das Video muss jetzt schnell gehen, weil ein Kollege drauf wartet. Und ja, man sollte es verstehen. Also ich gehe noch einmal ganz kurz die Schritte durch. Solltet ihr das dann über Docker doch starten wollen, geht ihr unter Konfiguration, Instanzen Development, geht unter Development Defaults, schaltet den Docker-Container an, geht wieder zurück unter Instanzen, erstellt euer Spiel, also gesagt eure Instanze, Space Engineers, Name rein, Create Instanz, rechte Maustaste, danach auf die Instanze. Dann habt ihr oben die Möglichkeit, die Instanze zu bearbeiten und ja, könnt dann, sag ich mal, den Docker, sag ich mal, oder geht einfach auf den Stift hier und dann habt ihr Container Settings, schaltet den Docker an, ist ganz einfach jetzt so, und ihr sagt Save Changes, geht in die Instanze hinein. Und ja, updatet das Ganze, stellt euer Spiel ein und startet das Spiel. Wichtig und wichtige Voraussetzungen sind natürlich was ich bis heute noch nicht verstehe, ein sehr starker Root-Server, weil sonst könnt ihr euch in Anführungszeichen die Fehlermeldung kommen, dass euer Spiel, wenn ihr drauf steuern wollt, im experimentellen Modus ist. Und dann geht ihr in eure Einstellung, seht, oh, experimentellen Modus ist aus. Er sagt aber experimentellen Modus, weil eure Leistung des Root-Servers nicht ausreicht. Ja,
dann muss man gucken, dass man einen Root-Server braucht mit mehr Leistung. Ja, oder man muss ein wenig schauen, dass man da ein bisschen rumschraubt. Gut, kurz und bündiges Video. Ich hoffe, ich konnte euch kurz helfen. Ja, lasst ein Like da und wenn ihr noch Fragen haben solltet, besucht uns ganz gerne auf unserem Discord. Solltet ihr keine Lust und Laune haben und sagt, warum Server installieren, dies und das, laden wir euch auch herzlich in unsere Multigaming-Community ein. Dort findet ihr, sag ich mal, ja, eigentlich jeden Server, den wir auf Wunsch erstellen und auch viele Spiele, die wir gemeinsam spielen. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Lieb Gruß, euer Rumpel. Ciao, ciao, bye bye.